Hier unser erstes Paar im Stabag-Preis. Freuen wir uns auf den Rollsteiner Wallach, Zack Corrado Blue von VDL Sirocco Blue. Und der erste Starter heißt David Will für Deutschland. Der Stabag-Preis, meine Damen und Herren, und das Ganze ist, wenn Sie ein Mehrgänge-Menü zum Beispiel in einer erstklassigen, in einem erstklassigen Restaurant wählen, dann ist es nicht nur alleinig immer die Hauptspeise, die dann natürlich von großartigstem Interesse ist, sondern darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch weitere Gänge, die fast genauso wichtig sind. Und so ist es jetzt hier auch. So ist der Donnerstag im Übrigen aufgeteilt. Natürlich ist der Fokus der ganz besondere Blick auf den Nationenpreis, den wir heute Abend haben. Und so schnell im Übrigen wie David Will mit Saccorado jetzt hier gerade unterwegs ist, so schnell geht es für uns jetzt auch gerade schon Richtung Nationenpreis. Aber das ist doch nicht der alleinige Höhepunkt des heutigen Tages, sondern das Ganze heute Morgen, heute Mittag schon einmal begonnen mit einem wundervollen Youngster-Tour, geht es jetzt hier eben weiter. Weiter mit dem Stabag-Preis. Er ist einfach eine absolute Granate, meine Damen und Herren. Das muss ich Ihnen sagen. David Will. Vorhin hat er schon in der Youngster-Tour als Erster eine Linie gefunden, wo ich gesagt habe, da kann man doch gar nicht herreiten. Er hat es geschafft und war am Ende mit dieser Runde dann am Ende im Übrigen auch siegreich. Da hat er im Übrigen eine 60er-Zeit erzielt. Jetzt ist er hier wieder als Erster unterwegs im Stabag-Preis. In diesem Springen über 1,50 Meter. Fiedelt los, als gäbe es kein Morgen mehr. Und absolviert das Ganze mit 59 Sekunden.